Allah Azza wa Jal hat den Islam als seine Religion gewählt und hat gesagt, dass der Islam die Religion ist, mit der er zufrieden ist. Der Islam hat als Religion in der Sprache schon eine Bedeutung. Und diese Bedeutung ist keine andere wie Ergebung. Das bedeutet, jemand, der den Islam als Religion wählt, wählt die Ergebung als Religion. Das heißt, meine Religion ist, mich zu ergeben. So wie wir das kennen, liebe Geschwister, auch von früher, als man wenn man Kinder war oder erwachsen, und man sagt zu einem, ey, ich hab dich, ergeb dich, man hat sich ergeben. Ergeben heißt ergeben und nicht sagen, da muss man nichts hineininterpretieren, da muss man nicht viel erklären. Jeder versteht das Wort, ich ergebe mich. Jeder, der sagt, ich bin ein Muslim und sich dieser Religion zuspricht, sagt somit automatisch, ich ergebe mich vor Allah Azza wa Jal. Allah fragt, ich ergebst du dich und du sagst, ich ergebe mich. Das ist, was La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bedeutet. Diese Tür öffnet die Shahadatain. Wenn du das aussprichst, wenn du konvertierst oder wenn du zurückkehrst und du durch Reue wieder zurückkehrst, öffnest du eine Tür, die nennt sich Ergebung. Derjenige, der sich ergibt, nennt sich Diener Allahs. Der Diener Allahs ist jemand, der was? Der unter Dienerschaft steht. Alles, was der Herr verlangt, setzt er auch um. Ein Diener im allgemeinen Sinne auch um. Setzt immer all das um, was sein Herr ihm verlangt. Wenn er sagt, geh, geht er. Wenn er sagt, komm, kommt er. Wenn er sagt, schlaf, schläft er. Wenn er sagt, steh auf, steht er auf. Er kann sich sein Herr nicht widersetzen. Im normalen Sinne. Wenn tut er sich dem Herrn widersetzen, gibt es meistens Konsequenzen. So ist das auch in der Religion. Derjenige, der sich Diener nennt und sagt, ich bin ein Diener Allahs, ich habe mich ergeben, automatisch sagt damit, was du sagst, mache ich. Was du nicht willst, mache ich nicht. Und wenn ich das nicht tue und nicht höre, gibt es dann Konsequenzen. Die Allah Azza wa Jal ganz klar festgelegt hat. Die Religion ist ein ganz einfaches Schema. Die Leute machen daraus immer eine schwere Sache. Aber Allah sagt im Koran, ich habe euch das offenbart, um euch es leicht zu machen. Das heißt, der Koran, die Sunna und der Prophet Muhammad a.s. und all das, was wir kennen, ist gekommen als eine Erleichterung. Die Erleichterung liegt darin, weil das sehr einfach ist. Du sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Du betest fünfmal am Tag. Du fastest in dem Monat Ramadan, der uns bevorsteht. Und was machst du noch? Du gibst Zakat, wenn du zu viel Geld hast. Und du kümmerst dich und bemühst dich darin, dass du was? Deine Besitz und deine Zeit opferst, dass du einmal in dein Leben pilgerst. Das ist Islam. In der restlichen Zeit hältst du dich von dem weg, was Allah verbietet und erst durch diese Sache, die Allah Azza wa Jalla erlaubt, machst du es, ist die Konsequenz dafür das Paradies. Machst du es nicht, kann die Konsequenz, kann, weil Allah Azza wa Jalla handelt, wie er will, weil er ist der Herr, nicht wir machen die Gesetze, er macht sie, kann die Konsequenz dafür Jahannam sein. Lehnst du ab, leugnest du, lügst du über Allah Azza wa Jalla, ist die Konsequenz zu 100% einfache Rechnung. Somit entsteht ein Wort, das verlangt wird von uns, wenn wir uns Muslime nennen. Und das nennt sich Aufopferung. Die Religion ist nichts anderes als Aufopferung. Und du wirst in der Ehe ständig eine Aufopferung von dir verlangt. Sei es Zeit, sei es Geld, sei es Menschen, sei es Beziehungen, sei es Orte, sei es Situationen, egal was. Allah Azza wa Jalla wird von dir Aufopferung sehen wollen. Und diejenigen, die aufopfern, sind bei Allah sehr hoch. Und diejenigen, die nicht aufopfern, müssen sich fragen, welche Art von Diener sind sie überhaupt? Wie sehr ergeben sie sich doch? Weil wir nennen uns ja alle Muslime und Muslim heißt der Gott Ergebene. Wie sehr bist du ergeben gegenüber Gott, wenn du nicht für Allah Azza wa Jal aufopfern kannst? Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben, weil er ist der vergebende, warmherzige.